und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und herzlich willkommen zu, ja, Geschichten aus meinem Leben. Also, ich bin ja jemand, ich kann mit Wasser nicht so super und mir tut Wasser ja immer weh, wie ich schon mal in einem Video erwähnt habe. Warum kann Wasser nicht trocken sein, müsste es glaube ich heißen. Ja, und auf jeden Fall irgendwas so in der Art. Und ja, ich spüle ja meistens, oder ich koche auch meistens mit Einmalhandschuhen. Und ja, und das ist jetzt keine Produktplatzierung, aber es ist halt so. Ich habe bis vor kurzem immer die vom Edeka mit dem Namen Gut und Günstig genommen, weil wir eben Edeka-Einkäufer waren und da hat sich das halt ergeben und dann war es praktisch und ja, so ist das eben gekommen und ja. Die habe ich dann entdeckt irgendwann mal da und fand die super, weil die gut zu meiner Hand gepasst haben, weil ich habe, ich habe irgendwie sehr lange Finger, das hat man mir schon mal gesagt und ja, dafür Handschuhe zu finden ist immer mal wieder eine schwierige Aufgabe. Ja, und dann vor ungefähr einer Woche am Donnerstag vor einer Woche, da habe ich ein neues Päckchen Handschuhe aufgepackt, und zwar dieses hier. Und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, dass sich da zwei Riesenprobleme auftun. Echt, zum einen, dieser Handschuh ist hier viel zu viel Platz und da kann das Wasser einfach reinlaufen und es ist einfach. Dann das zweite Problem, ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera sieht, ja, könnte tatsächlich klappen, ist, dass hier total der Zwischenraum ist und dass die Finger nicht viel zu, ja, also man kann die Hand darin nur sehr schlecht bewegen, sagen wir es mal so. So vom Platz her passt es, aber eben wie gesagt, hier ist so ein riesen Zwischending. Kann man überall machen. Da auch, so an hier, da ist auch so ein, liegt es nicht mehr genau an. Das war früher so, dass die da immer angelegen sind. Und wie gesagt, hier. Aus einem älteren Video könntet ihr sogar, also wenn ich krass so, aus meinem Video mit dem Fluffy-Schleim, da hatte ich auch Handschuhe an. Da sieht man mal, wie die Passform damals war. Ja, und dann war ich eben, wie gesagt, total geschockt. Und ich habe, ehrlich gesagt, blöderweise viel zu spät für mich rausgefunden. Ich habe nämlich schon gedacht, ich bin eben reingeschlüpft und habe gedacht, okay, fühlt sich komisch an. Weil das Material ist auch ein ganz anderes. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall versucht abzuwaschen und dann ist mir oben Wasser reingelaufen und ja, das war sehr unangenehm. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall meiner Mom Bescheid gegeben und habe zu ihr gesagt, Mama, meine Handschuhe passen nicht mehr, die passen nicht mehr. Okay, ich war etwas panisch, ich gebe es zu. Und ja, dann war es so, dass meine Mutter gesagt hat, dass wir uns da mal morgen das zusammen angucken und dass ich noch einen von den alten doch bitte, irgendwie aufbewahren soll. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich noch einen alten, also eine war's noch, einen von den alten habe ich noch zufälligerweise gehabt. Und dann haben wir die so nebeneinander gehoben, so Finger auf Finger. Und tatsächlich hat da vom alten ungefähr so viel gefehlt zu denen, die ich jetzt hier in der Hand habe. Es tut mir leid, ich kann es euch jetzt nicht mehr zeigen, weil ich die nicht mehr habe. Wie schon gesagt, die alten hatte ich nur noch einen. Und ja, ihr werdet gleich wissen, ob ich den jetzt auch nicht mehr habe. Und ja, da haben wir auf jeden Fall gemerkt, die sind wirklich kleiner und die haben eine ganz andere Passform. Und ja, da haben wir dann auf jeden Fall Edeka geschrieben. Einen Brief, dass sich die Passform geändert hat und dass da eben was nicht stimmt. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, ich soll doch noch beim Edeka anrufen. Aber da war es ja schon Freitag und da war es auch schon Freitag so um 18, 19 Uhr, vielleicht auch schon viel später, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, dann rufe ich eben morgen an. Voll verpeilt, dass es dann Samstag ist. Und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, okay. Dann habe ich eben am Montag, habe ich dann bei denen angerufen. Dann war es schon, nee, dann ist es schon ein bisschen länger her. Weil doch könnte diesen Montag gewesen. Nee, war letzten Montag. Ja, ich weiß es nicht mehr. War letzte Woche auf jeden Fall. War letzte Woche Montag habe ich dann da angerufen.
Und habe dann da auf jeden Fall mit einer sehr freundlichen Frau telefoniert und die hat mich dann an die ja, Qualitätskontrolle weitergeleitet. Und dann war es so, dass ich eben, als sie gesagt hat, sie rufen dann wieder an. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall am Montagabend, ich weiß es nicht mehr, doch, ich habe geduscht. Ich war unter der Dusche, weil ich duschen musste. Ich habe gestunken wie ein Iltis. Mann, Entschuldigung, ist halt so. Und dann war ich eben unter der Dusche und in dem Moment haben die dann angerufen und haben mit meiner Mutter gesprochen, dass sie doch bitte das ganze Paket einschicken soll mit allen Handschuhen. Und ja, dann haben wir das Paket am Abend noch zusammengepackt, haben den alten Handschuh und die neuen nebeneinander, haben es auf den Zettel getackert und haben es dann eingeschickt. Und dann am Samstag, es war Samstag, Samstag haben wir dann eine Nachricht bekommen von denen, in dem sie uns im Grunde gesagt haben, also ich kann es jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, es ist nur so ein, wie es dann, wie sie es ungefähr uns wiedergegeben haben, nämlich, dass es ihnen leid tut, dass es nicht passt. Aber dass sie nicht die Gussform von den Handschuhen geändert haben und dass die Handschuhe seien wie immer. Und dass sie auch das Material nicht verändert haben. Und ja, dass eben alles sei wie immer. Und ich muss zugeben, ich war wirklich erstmal richtig angepisst, weil ich mir gesagt habe, und weil ich vor allem, was bei mir so in dem Moment rübergekommen ist, weil in dem Brief war, so dieses. Ihr bildet euch ein, dass da was anders ist. Obwohl wir ja wirklich die Handschuhe übereinander gelegt haben und sie nicht gleich groß waren. Und es war einfach so dieses, sie glauben uns nicht, sie missachten, dass das offensichtlich anders ist. Und ja, und sie behaupten uns gegenüber, dass es doch noch immer dasselbe sei. Und das ist so bei mir dann so in dem Moment rübergekommen. Und ja. Ja, das einzig Nette an der ganzen Geschichte war, sie haben die Portokosten übernommen und sie haben uns einen 5-Euro-Gutschein geschenkt. Kleiner Fakt am Rand, die Handschuhe kosten auch ungefähr 5 Euro. Also man könnte es als Entschädigung betrachten. Ja, und dann war es auf jeden Fall, muss man aber nicht. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass sie eben die Handschuhe zurückgeschickt haben und dass sie uns gesagt haben, dass sie nichts geändert haben. Aber ich mir gedacht habe, naja, ich kann meine Hände kaum drin bewegen und da hinten lottert sie, wie ihr vorher gerade auch gesehen habt. Also ein bisschen anders ist es schon. Ja, und ja, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich bei uns in der Nähe im Edeka eben den Gutschein für 50 Cent Produkte ausgebe und davon mir ein paar kaufe. So einfach nur so, damit ich auch das Maximale aus diesem 5-Euro-Gutschein raushole, will ich mir jetzt, glaube ich, so zwei, drei Kaugummis oder so holen. Einfach nur, damit eben nichts wirklich Großes gekauft, viel Kleinkruscht. Ja, das ist kindisch, aber manchmal muss man kindisch sein. Ja, was kann ich euch sagen? Also, wenn ihr auch sowas habt, dann könnt ihr auch, also ich empfehle immer, es besser der Firma zu melden, weil dann wissen sie, je öfters man sowas meldet, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine die bin, die sagt, mit den Handschuhen stimmt was nicht, dann bin ich eine, aber wenn jetzt fünf bis viele Tausende sagen, mit denen stimmt irgendwas nicht, dann, ja, dann bin ich nicht die Einzige, die da was sagt und dann kann es ja sein, dass sich die Handschuhe bald wieder ändern oder irgendwann mal. Also, immer reklamieren, wenn irgendwie euch ein Produkt, das ihr schon länger habt, das ihr gewöhnt seid, also wenn es das erste Mal ist, dass ihr es benutzt, dann würde ich es mal noch nicht machen, weil kann ja sein, dass es einfach so ist, dann von der Art. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel etwas also mindestens so jede Woche benutzt oder so oder irgendwas habt, das ihr schon voll ewig immer habt, dann kann es einfach auch nicht schaden, der Firma zu schreiben, hallo, was ist denn damit los? Das fühlt sich anders an, das ist irgendwie anders, um einfach nur zu sagen, ja, es ist anders, damit die es wissen und dass sie dann einfach mal gucken können, ob sich wirklich was geändert hat oder eben, ob es immer noch gleich ist. Das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema zu erzählen hatte. Das war jetzt mal wieder so eine kleine Geschichte zu berichten aus meinem Leben. Ihr könnt mir gerne auf
in die Kommentare schreiben, was, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt oder eben auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die belle.readmeinoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, tschüss!